jetzt Fit for Life, der Praxistipp. Ihr gesunder Start ins Wochenende mit Harry Landauer. Rund 17 Millionen Patienten werden jedes Jahr in unseren Krankenhäusern stationär behandelt. Bei bis zu 10% der Fälle passiert etwas, was nicht hätte passieren sollen. Man spricht von sogenannten unerwünschten Ereignissen. Die Krankenhäuser selber tun inzwischen eine ganze Menge, damit diese Fälle immer seltener werden. Was kann man tun für mehr Patientensicherheit? Jetzt in Fit for Life. Charivari, Fit for Life. Fit for Life heute mit Dr. Andreas Kästler vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Er ist dort der Geschäftsführer, aber Besonderheit, hier sitzt ein Arzt im Chefsessel. Herr Dr. Kästler, Sie haben jahrelang als Chirurg gearbeitet und ganz viel Erfahrung. Diese unerwünschten Ereignisse, 17 Millionen Patienten pro Jahr werden im Krankenhaus stationär behandelt. In Ihrem Krankenhaus sind es 50.000. Und bei bis zu 10% der Fälle passiert irgendetwas, was nicht passieren soll. Das kann alles Mögliche sein, von einem kleinen Fehler am Speiseplan, also harmlos, bis hin zu Behandlungsfehlern mit möglicherweise schlimmen Folgen. Was sind denn da die Ursachen? Nach meinem Dafürhalten ist es am wenigsten der Fall, dass ein einzelner Mensch wirklich versagt, ein Pfleger, ein Therapeut, ein Arzt. Da ist eigentlich jeder in den Beruf reingegangen, um am Ende was Gutes zu tun. Alle Ärzte kennen den Eid des Hippokrates und da steht an einer Stelle drin, primum nihil nocere. Also das Wichtigste ist, dem Patienten erstmal nicht zu schaden. Also da sind wir uns alle einig. Und da tut auch jeder sein Persönliches dazu, dass das funktioniert. Auf der anderen Seite, wir haben mittlerweile eine wahnsinnig partikularisierte, aufgeteilte, in Spezialitäten unterteilte Medizin. Und da ist es einfach im System mal drin, dass Informationen nicht oder falsch weitergegeben werden, dass der eine zwar was erkennt, der andere, der in der Weiterbehandlung das wissen müsste, davon nichts weiß, dass man nicht ausreichend und strukturiert Informationen schon mal weitergibt. Ein zweiter erwähnenswerter Punkt ist, man spricht noch allzu oft von den Halbgöttern in Weiß. Jeder vernünftige Arzt weiß, dass er weder Halbgott ist, in Weiß laufen viele schon auch nicht mehr rum. Jeder Mensch ist fehlerhaft, fehlbar. Jeder von uns kann Fehler machen und diese Einsicht ist schon mal ganz, ganz wichtig. Fehler, die man, wenn man es gemacht hat, dann aber auch äußern muss, die man in Anführungszeichen beichten muss, aus denen man vielleicht unmittelbare Konsequenzen ziehen muss, um dem Patienten nicht noch mehr zu schaden, aus denen man aber auch Konsequenzen ziehen muss, dass die Organisation insgesamt daraus lernt. Ich habe früher mal gelernt von meinem früheren Chef, man darf ruhig mal einen Fehler machen. Ein zweites Mal den gleichen Fehler zu machen, das sollte man nicht tun. Und das gilt für mich als Geschäftsführer in dem Fall. Es gilt aber auch für die Organisation Barmherzige Brüder. Also wenn bei uns im Haus mal ein Fehler passiert, das kann immer vorkommen. Aber wir müssen sicherstellen, dass genau dieser Fehler möglichst kein zweites Mal vorkommt. Dass wir Netz und doppelten Boden einbauen, um genau dies zu verhindern. Ein Beitrag für dieses Netz ist die Parole Reden statt Schweigen. Wie das am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder organisiert ist. Wir wissen, worauf es ankommt. Charivari, Fit for Life. Charivari, Fit for Life. Top-Mediziner aus unserer Region. Im Gespräch mit Harry Landauer. Wenn im Krankenhaus Fehler passieren, muss alles daran gesetzt werden, dass diese Fehler nicht noch einmal vorkommen. Das Aktionsbündnis für Patientensicherheit in Deutschland fordert deshalb, wenn Fehler passieren, reden statt schweigen. Dr. Andreas Kästler vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Mhm. Über Fehler reden statt schweigen. Wie sehr ist bei Ihnen eine Redekultur am Krankenhaus auch institutionalisiert oder in die Strukturen eingearbeitet? Mhm. Also wir versuchen, das Unsere zu tun, dass möglichst angstfrei jeder Mitarbeiter eigene Fehler zugeben kann oder auch über Fehler, die im System beobachtet werden, berichten kann. Jeder Mitarbeiter hat Tag und Nacht die Möglichkeit, an jedem Computer unseres Hauses anonym
ja, im Intranet auf einer ganz einfachen Bildschirmoberfläche ein unerwünschtes Ereignis, einen Fehler, der zum Schaden beim Patienten möglicherweise auch geführt hat, zu melden, ja, sodass die Organisation die Möglichkeit hat, dem auch nachzugehen. Diese anonymen Meldungen, die verlassen unser Haus, die gehen an eine speziell dafür eingerichtete Organisation, wo dann Spezialisten, die sich auch mit Krankenhausabläufen wirklich auskennen, uns eine Rückmeldung geben, worauf müssen wir achten, was können wir vielleicht besser machen, was haben andere in der Republik oder in Österreich oder in der Schweiz vielleicht schon gemacht, um genau so einen Fehler zu vermeiden. Das heißt also, es geht nicht darum, einen Fehler zu sanktionieren und einen Mitarbeiter für irgendwas sozusagen zu bestrafen, in irgendeiner Art und Weise eben Konsequenzen angedeihen zu lassen. Es geht darum, dass man eben Prozesse optimiert. Und das ist interessant. Also da gibt es außerhalb des Hauses ein System, das bundesweit, europaweit, also im deutschsprachigen Raum. Raum existiert, wo es dann darum geht, wo passieren Fehler und warum und wie kann man sie vermeiden. Also nicht nur über dieses Fehlermeldesystem versuchen wir immer wieder uns von außen auch in die Karten schauen zu lassen. Einmal im Jahr kommt eine Gruppe von Fachleuten ins Haus und legt den Finger vielleicht auch mal dahin, wo es weh tut und machen uns auf vielleicht optimierbare Abläufe, auf problematische Verhaltensweisen, auf vielleicht nicht ordentliche oder optimierbare Dokumentation aufmerksam. Das sind diese berühmten Zertifizierungen, von denen man immer wieder hört und die auch in Ihrem Hause ganz groß geschrieben werden. Also reden statt schweigen und dann handeln. Das führt übrigens auch zu Handlungsempfehlungen und sogenannten Checklisten. Und da wollen wir Ihnen gleich eine ganz interessante vorstellen. Fit for Life, der Praxistipp. Immer samstags ab 11 auf Charivari. Jetzt Fit for Life, der Praxistipp. Ihr gesunder Start ins Wochenende mit Harry Landauer. Ärzte als unfehlbare Halbgötter in Weiß sind ein Auslaufmodell, sagt unser heutiger Gast Dr. Andreas Kästler. Er ist Geschäftsführer beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Wenn in Krankenhäusern Fehler passieren, dann wird heute darüber geredet. So offen wie möglich und mit so vielen wie möglich. Aus Fehlermeldungen werden Handlungsmuster. Und es gibt Checklisten. Wir stellen Ihnen gleich eine vor in Fit for Life. Charivari. Fit for Life. Wenn im Krankenhaus Fehler passieren, muss alles dafür getan werden, dass diese Fehler nicht ein zweites Mal vorkommen. Das ist der Kampf für Patientensicherheit. Und dennoch, wir kennen solche Horrormeldungen wie Schere im Bauch vergessen, falsches Bein amputiert. Herr Dr. Kästler, ist sowas noch Realität in deutschen Krankenhäusern? Solche eklatanten Versäumnisse, richtigen Fehler, die kommen und dürfen meines Erachtens heute nicht mehr vorkommen. Ich bringe ein konkretes Beispiel. Jeder Patient, der operiert wird, der geht mit einer sogenannten WHO-Checkliste, eben von dieser Weltgesundheitsorganisation, inaugurierten Liste in den OP rein. Da wird vorher geprüft, ist er aufgeklärt, ist die Seite, die operiert werden muss, auch mit einem wasserfesten Stift markiert. Aha. Sind alle Blutkonserven, die er braucht, auch vorhanden? Ist alles getan worden, sodass er nach menschlichem Ermessen sicher operiert werden kann? Und ist er auch der richtige Patient? Sie haben gerade diese Checkliste genannt, also man kennt es ja vom Fliegen, wenn der Pilot startet, der muss ja da irgendwie seitenweise irgendwas abhaken, also Blinker geht, ja, nein. Was steht denn auf Ihrer Liste zum Beispiel drauf? Was wird denn da geprüft auf so einer Checkliste bei jeder Operation? Also so hat es ja gerade schon formuliert, ist der Patient aufgeklärt, ist die richtige Seite markiert, ist die vielleicht Spezialprothese, die man jetzt für diese Hüfte braucht, auch im Haus schon vorhanden. Das wird an der OP-Schleuse gecheckt, sonst kommt er überhaupt nicht rein. Also ist die Checkliste an der Stelle ordentlich ausgefüllt. Im OP geht es dann weiter. Es gibt
heutzutage ist fast alles Englisch. Es gibt ein sogenanntes Time-Out am Anfang der Operation. Das heißt, es ist nicht so, dass der Patient da reingeschoben wird und sofort nimmt man das Messer in die Hand und dann geht es ganz munter los, sondern man hält nochmal inne und bildlich gesprochen, alle schauen sich in die Augen. Gell? Haben wir den richtigen Patienten? Ist er richtig aufgeklärt? Also auch da geht faktisch die Prozedur, die man vorher an der OP-Schleuse hatte, nur mal vollständig durch, bis dann das Skalpell angesetzt wird. Und dann kann es ja immer noch zu organisatorischen Problemen kommen. Auch da haben wir wieder genügend Netz und doppelten Boden eingebaut. Kontrollmechanismen zwei- und dreistufig, dass genau das nicht passiert. Fit for Life. Immer samstags ab 11 auf Charivari. Charivari. Fit for Life. Top-Mediziner aus unserer Region. Im Gespräch mit Harry Landauer. Was können Krankenhäuser tun, um ihre Patienten zu schützen vor Schäden, die entstehen bei der Behandlung oder beim Aufenthalt in diesem Krankenhaus? Unerwünschte Ereignisse heißt das im Fachjargon und dazu gehört auch die Infektion mit dem sogenannten Krankenhauskeim. Immer öfter hört man davon. Herr Dr. Kessler, wie gefährlich ist dieser Krankenhauskeim und was können Sie dagegen tun? Diese multiresistenten Keime, also Bakterien, die auf alle möglichen Antibiotika nicht mehr reagieren, das sind ein objektives Problem. Wirklich in vielfacher Hinsicht, das wird eine eigene Sondersendung dazu geben, aber vielleicht vorab, wir haben extra einen Krankenhaushygieniker beschäftigt. Wir haben 5 Pflegekräfte bei uns, die nichts anderes machen, als sich als Hygiene-Fachpflegekräfte um das Thema zu kümmern. Wo kann ich Infektionen vermeiden? Wo kann ich Abläufe noch verbessern? Wo sehe ich im Augenwinkel vielleicht schon wieder einen, der sich die Hände nicht ordentlich desinfiziert? Auf jeder Station gibt es eine sogenannte Link-Nurse, die auch spezielles Fachwissen auch mal erworben hat, was dieses Hygienethema anbelangt. Und unsere Mitarbeiter werden alle einmal jährlich wieder geschult, immer wieder geschult, weil man es am Ende dann doch wieder vergessen mag. Wie desinfiziert man sich ordentlich seine Hände? Das ist nach wie vor das A und O im Krankenhaus. Krankenhauskeime, das wird nochmal ein extra Thema sein hier in Fit for Life. Herr Dr. Kessler, wir wollen hier nicht Angst und Schrecken verbreiten, sondern eigentlich Zuversicht, dass viel geschieht in den Kliniken. Sind wir auf dem richtigen Weg? Geschehen die Dinge schnell genug? Also ich glaube, dass gesundheitspolitisch da viel Gutes läuft. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit, das hat viele Anhänger in Deutschland, viele Mitglieder, auch da sind wir mit dabei. Es gibt die Aktion Saubere Hände, die auch von diesem Aktionsbündnis propagiert wird. Also da ist die Welt heute im Krankenhaus viel, viel, viel sicherer als vor 20, 30 oder 40 Jahren. Ich kann das durchaus auch damit belegen, dass ich meinen Angehörigen oder meinen Freunden, wenn es denn sein muss, ja, auch unser Haus weiter empfehle, mich auch da selber reinlege, wenn ich es mal brauche. Ich habe die Zuversicht, dass mir weitergeholfen wird und dass alles getan wird, um primum nihil nocere, hier primär mal nicht zu schaden. Das ist das oberste Gebot. Dr. Andreas Kessler vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Er ist der Geschäftsführer. Vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute für Sie und auf Wiedersehen. Fit for Life. Wissen, worauf es ankommt. Immer samstags ab 11 auf Charivari.